Servus, liebe Freunde, was geht ab? Heute haben wir sogar Hintergrundmusik hier im Studio. Es ist richtig cool Stimmung hier im HDF-Studio am ersten Adventssonntag. Ja, heute der 2.12. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Wir sind wieder beim VAK, der verrückte Adventskalender. Gestern war leider kein Gast da, weil ja alle auf Weihnachtsfeier waren. Deswegen waren nur die Katzen hier im Studio. Danke, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Wir haben einen speziellen Gast heute vorbereitet. Nämlich für euch ganz speziell. Dietrich ist hier. Live zugeschaltet hier aus dem Frankenland. Er kommt zurück hier in das Studio. Ja, man kennt ihn jetzt zwar nicht, weil er ist undercover heute unterwegs für uns, weil er hat diskrete Jobs und einige Agentenaufträge zu erfüllen. Erzähl mal kurz aus deinem Leben, wie so dein Tagesablauf vielleicht in Undercover, was du gerade machst. Ja, also ich stehe jetzt irgendwann in der Früh auf, so um 10 Uhr, dann hole ich mir ein wenig auf meine Couch, trinke das Adel, ne? Esse halt mal was, dann trinke ich nur das Seil. Dann gehe ich wieder ins Bett, ne? Schau den Fernseher, trinke nur mal das Seil und dann gehe ich wieder schlafen, ne? Genau, so ist der Tagesablauf. Und wir danken, dass du heute extra für uns eingeflogen bist aus Paris. Jawohl, sehr schön. Ihr könnt übrigens Überlegungen und Ratevorschläge machen. Welche Person sitzt hier im Studio? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Welche Person ist hier? Wer es errät, kriegt von uns ein Fresspaket und einen feuchten Händedruck. Auf jeden Fall, es wird heute sehr spannend werden. Wir haben extra die Stimme verfremdet, nachdem er seine Identität geschützt werden muss. Dadurch jetzt nicht wundern, wenn das ein bisschen Rückkopplung und komische Stimmlage ist. Ja. Worum geht es heute? Wir wollen wieder ein bisschen Spaß und Gaudi verbreiten. Achtung, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass natürlich nicht alles, was hier passiert, ernst genommen werden sollte, weil wir sind natürlich, wie ihr auch momentan, ein bisschen so im Adventsmodus, dass man Dinge aus Spaß und Dinge zur Freude einfach betreibt. Ja, heute Background-Musik, die Fidschis sind bei uns live im Hintergrund zu hören. Ihr habt heute schon den Live-Auftritt gehört. Wie feierst du heuer Weihnachten, wollte ich noch fragen. Ja, ich bringe ja mal was ein, ne? Genau, Seidel, Sigi, genau. Okay, jetzt hast du die ehrenvolle Aufgabe, Tür Nummer 2 aufzumachen. Du dürfst schon mal so in das Display halten, dass es nicht aus dem Display rausgeht. Also vielleicht mal so, genau, perfekt. Und ich schalte gleich mal ein bisschen ein Lichtler dazu, weil das ist doch ein bisschen finster jetzt geworden bei uns. Jawohl, nicht blenden lassen. Und jetzt einfach mal so öffnen, dass man auch im Display verfolgen kann, dass du den Zettel rausnimmst, weil die Zuschauer denken immer, wir faken, aber das ist nicht der Fall. Wir haben eine Feueraufgabe gezogen, das ist hochspannend und natürlich auch stimmt unterhaltsam. Ich weiß nicht, was konkret gemeint ist, aber wir schauen natürlich auf den Spickzettel. Der Kollege hat natürlich wieder hier die besonderen Adventskarten vorbereitet. Ja, genau. Ist es bei euch auch üblich, so Post zu verschicken in diesen Tagen? Nee, machst du es über geschlossene Daten? Ja, WhatsApp oder so, was sonst nicht. Okay. Also hier ist die Aufgabe. Liebe Zuschauer, lieber Uble, heute geht's Aufgabe Nummer 2. Die Aufgabe lautet Feuer 1. Es kann natürlich im Laufe der Wochen auch noch Feuer 2 und 3 kommen. Ja, wie der Name schon sagt, hat es irgendwas mit Feuer oder mit Flamme zu tun. Wir gucken einfach mal. Lieber Uble, bitte begib dich in einen dir zur Verfügung gestellten Bunker bzw. in einen Kellerraum. Dieser ist separat vorbereitet und instruiert worden. Deine Aufgabe ist es, in diesem abgeschlossenen, dichten Raum ein Feuerwerk anzuzünden, wobei du dich im Raum aufhalten musst. Achtung, liebe Zuschauer, bitte macht es niemals nach. Es ist hier eine konkrete Situation, die ihr bitte niemals fortführen oder zu Hause nachanimieren, nachmachen dürft. Bitte macht es nicht, es ist gefährlich. Wo jetzt keine Daten angegeben werden, wo das stattfinden wird. Also es wird kein Ortschaft genannt, beziehungsweise keine
besondere Lokalität. Es ist heute sehr diskret und sehr zensiert, sowohl der Gast als auch die Aufgabe. Bitte, Uble, begib dich in den geschlossenen Raum und zünde ein Feuerwerk drin an. Du musst das Feuerwerk drin über im Raum bleiben. Viel Spaß und Freude bei der Aufgabe. Sollte das nicht funktionieren, bin ich heute Morgen ein bisschen verkohlt. Aber egal, wir sehen uns später wieder. Ade. So, Freunde, ich grüße euch. Wir sind hier am Ort des Geschehens, wo jetzt gleich die Aufgabe stattfinden wird. Es wird eine Tour härter leider werden. Ich muss euch darauf hinweisen, dass es hier nichts für schwache Nerven ist. Wenn ihr es nicht sehen wollt, schaltet lieber ab. Hier ist ein Kellergang bzw. ein kleines Kellergewölbe. Der Raum ist winzig. In diesem Raum wird hier eine Leuchtbatterie, eine Feuerwerkskörper hier starten. Ich werde versuchen, hier in diesem kleinen Raum, er ist nicht sehr geräumig, irgendwie hier Deckung und Unterschlupf zu finden, dass mich die Kugeln bzw. hier das Feuer nicht treffen. Das eigentliche Problem oder das Risiko liegt hier in der Mitte. Das ist eben die Gefahr. Diese Sprengstoff sind schon etwas jahrzehntelang hier gelagert. Wir sind irgendwo in Mitteldeutschland, genaue Ortschaft, welche ich nenne. Auf jeden Fall, ich bin etwas weiter gereist. Es war nicht so einfach, hier reinzukommen. Aber ich habe ein paar Kontakte und Informanten, die wo hier Daten weitergeben. Okay, auf jeden Fall werden wir uns jetzt eine Taktik überlegen, wie wir hier dieses Feuer überstehen und durchstehen können. Wünsche mir Glück. Ich habe es vorher ein paar Mal geprüft. Wir werden sehen, wie es läuft. Alles Gute und jetzt erstmal hinein in die Aufgabe. Wir sagen top, die Wette gilt. Junge, 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 das ganze Ding ist vernebelt und verqualmt. Huiuiui. Nix wie raus hier, Alter. Heftig, Leute, heftig. Hui. Ich glaube, ich mache jetzt mal die Fliege. Also, servus. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, es bitte nicht nachmachen, natürlich. Es muss hier wirklich die Sicherheit gewährleistet sein. In diesem Fall weiß ich natürlich, was ich tue und auch, wo die Grenzen sind. Die Aufgabe heute war lustig, aber auch ein bisschen riskant. Trotzdem, es war erfolgreich. Wir sehen uns morgen wieder zur Tür Nummer 3. Dann können wir einen neuen Gast einladen. Ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wen wir als nächstes hier einladen dürfen. Sind ja noch viele lustige und interessante Gestalten bei euch dabei. Auch ebenso habt ihr auch schon Ideen geschickt, was man in die Düller reinpacken kann. Haben wir auch schon Ideen angenommen. Genau. Wir wollten uns dann noch schöne Advents- und Weihnachtszeit für euch wünschen. Danke an die Fidschi Boys, wo im Hintergrund Musik und Soundtrack abspielen lassen. Und ansonsten würde ich sagen, bis morgen Abend. Genießt den Montag, genießt die neue Woche. Du kannst noch Grüße ausrichten, beziehungsweise noch deinen Weihnachtswunsch nennen. Ich wünsche mir Carsten Seidler. Jawohl, also das war hier Seidler Dietrich und Uble heute für euch, Tür Nummer 2. Macht's gut, ciao, servus, gute Nacht.